Ja, einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Wir wollen heute hier ein kleines Zwischenfazit ziehen bei den Special Olympic World Games. Nach den ersten Tagen, nach den ersten Wettbewerben. Bei den Wettbewerben sind wir ungefähr bei der Hälfte angelangt. Ich freue mich sehr, dass Sie gekommen sind. Im Vergleich zu den vergangenen Pressekonferenzen sind wir ja heute ein sehr intimer Kreis hier. Ich kann die Kollegen fast tatsächlich alle persönlich begrüßen, aber sehr schön, dass Sie hierher gekommen sind. Ich darf Ihnen natürlich auch vorstellen, wie hier heute Morgen bei uns auf dem Podium sitzt. Und bevor ich das mache, möchte ich Ihnen auch nur kurz sagen, wir duzen uns hier alle. Selbst Metab und ich duzen uns, obwohl wir erst vor 2 Minuten uns kennengelernt haben tatsächlich persönlich. Ich Sie natürlich aber auch gefragt habe, ob ich das darf und deswegen auch hier jetzt das vertraute Du auf dem Podium mit uns. Fange auch natürlich mit Metab an. Metab Özgül, Entschuldigung, und Sie als Athletensprecherin hier unterwegs, die Fragen kommen gleich, aber Sie sitzt hier bei uns in der Mitte. Direkt neben ihr sitzt Reinaldo Montoya, er ist bei uns im Organisationskomitee schon seit Monaten, Jahren jetzt beschäftigt und ist auch hier stark und direkt mit eingebunden. Dann haben wir direkt neben Metab Joana Faust, sie arbeitet für Special Olympic Deutschland, ist Spezialistin dafür, wie Athletinnen ins spätere Berufsleben eingebunden werden können, wie sie befähigt werden, sich im Alltag in Sportvereinen und so weiter gut zurechtzufinden und mitzuarbeiten. Darüber wird sie uns dann informieren. Ganz links außen sitzt Carsten Kranz. Ich glaube, er ist mit dicken Augenringen hier, weil er der Cheforganisator dieser Veranstaltung ist und über alle Zahlen, Fakten, Daten Bescheid weiß und uns auch erzählen kann, was an Besonderheiten schon passiert ist in den vergangenen Tagen. Und hier direkt links neben mir Albert Thümann. Jetzt kommen wir, er in seinem Bereich auch tätig ist. Im Marketing nennt sich das schön Chief Marketing Officer in unserer Organisation. Er ist also verantwortlich für alles, was an kommunikativen Maßnahmen hier vonstatten gegangen ist in den vergangenen Monaten und auch jetzt hier während des Turniers. Ich würde aber gerne anfangen mit Metab. Du bist hier schon seit Tagen unterwegs. Wie ich gesagt habe, wir haben die Hälfte der Weltspiele gesehen. Es sind ganz, ganz viele Menschen hier. Ich glaube, du hast schon sehr viele von ihnen getroffen, auch ganz viele, die du nicht kanntest vorher. Wenn du mit ihnen im Gespräch warst, was haben sie denn erzählt von diesen Spielen, wie sie sie bislang erleben? Ja, also die haben mir erzählt, wie ich die Spiele fand. Und das war halt sehr aufregend, dass man die Sportler, die Athleten halt zuhören müsste und halt fragen müsste, wie finden sie halt die Wettbewerbe, die Wettkampf. Und das war sehr aufregend, dass die auch zu mir persönlich gekommen sind, auch gefragt haben, wie finde ich das und was kann man da zum Beispiel verbessern. Und es war sehr aufregend. Ja. Was war denn für dich am bisher das Erlebnis, was dich am stärksten beeindruckt hat? Mein bestes Erlebnis war, dass ich bei der Eröffnungsfeier die Rede gehalten habe mit Felix Neureuther und es war sehr großes Erlebnis und da war ich sehr stolz. Und wenn du jetzt so die letzten Tage hier warst bei den Weltspielen, was hast du da gemacht den ganzen Tag über? Wo warst du? Was hast du da erlebt, empfunden? Also das war so, dass ich ganz viele Sachen erlebt habe und bei Wettbewerben mitgemacht habe, zum Beispiel wie Basketball und zum Beispiel wie beim anderen Sporttechniken, zum Beispiel Klettern und das war sehr spannend. Und nach diesen vielen Eindrücken jetzt zur Hälfte, worauf freust du dich am meisten denn in den nächsten Tagen? Zum Beispiel die Athletenparty heute Abend? Ja, auf jeden Fall das. Aber wir sind einfach sehr gespannt, was halt auf uns zukommt. Und ja, da bin ich sehr aufgeregt. Reinaldo, wenn ich dich fragen darf, die Aufgeregtheit, die kannte ich bei dir in den vergangenen Monaten, das war auch ab und zu mal der Fall. Mittlerweile bist du ja schon ein abgebrühter Profi, was die Weltspiele betrifft. Du hast lange, lange Zeit bei uns schon in der Vorbereitung mitgearbeitet. Wie ist das denn jetzt für dich, hier zu sehen, was deine Arbeit gebracht hat? Also ich kann nur mit einem zufriedenen Lächeln und zufriedenen sehen. Ich meine, wenn ich diese sehe, wie mit welcher Freude die Athleten rangehen an die Wettkämpfe und wie viel Medienpräsenz da ist, dann ist das einfach wunderbar. Und das ist das, was
wir eigentlich mit Special Olympics erreichen wollen. Dass die Athleten gesehen werden und öffentlich wahrgenommen werden. Und das ist einfach toll zu sehen, wie groß die Präsenz der Medien und wie groß die Anerkennung der Leute sind. So viele Leute hat man ja nicht gekannt und die sagen, Mann, das ist so mega. Die Athleten sind so mit Leib und Seele dabei und das ist einfach ein wunderbares Gefühl und da wird einem richtig warm ums Herz. Jetzt wird dir warm ums Herz hier. Im Vorfeld hatten wir das ganz oft, dass du schon gesagt hast, oh, ich bin am Überlegen, was passiert. Was waren denn deine Aufgaben im Organisationskomitee? Also meine Aufgaben waren ja, herzlich so ein bisschen zu gestalten, auch das Jugendprogramm. Wir hatten mit den Jugendprogrammen so diese Fans in the Stands-Programm gestartet. Da waren wir auch in Schulklassen und haben so versucht, Schulklassen und Leute zu animieren, kommt zu den Weltspielen, seht euch diese pure Magie an und diese Leidenschaft der Sportler. Und es hat sich gelohnt. Ich meine, es ist so gut besucht, die Sportstätten, auch die Schulklassen sind total begeistert. Also es hat sich total gelohnt. Auch Herz der Athletes ist sehr gut besucht, also wie seit langem nicht mehr. Also ist Wahnsinn. Healthy Athletes, das Programm, das sich um die Gesundheit der Athletinnen kümmert, findet ja bei uns hier im CityCube statt. Jeder ist natürlich auch gerne dazu eingeladen, das zu besuchen, dahin zu gehen. Ich war in den vergangenen Tagen häufig dort, weil ich versucht habe, Rinaldo zu treffen, um ihn für die Pressekonferenz hier zu gewinnen. Es ist mir fast nicht gelungen, weil er ständig unterwegs war. Ronaldo, was machst du denn jetzt genau, wenn du bei Healthy Athletes bist? Also ich führe Gäste rum, Herr Seite, stelle Ihnen dazu vor, was wird gemacht. Wir hatten gestern ZDF bei gehabt, die haben sich alles angeguckt und so ein bisschen gedreht. Wir hatten Jürgen Dusel bei uns gehabt und heute werden noch Wissenschaftler kommen, die sich das Programm ansehen werden. Also es ist so gut besucht und die Gäste, die da waren, sind total begeistert. Also einfach richtig toll. Wir hatten ja auch zum gleich Start nach der Öffnungsfeier von Herz Erde, jetzt haben wir, ich glaube, vor der Öffnungsfeier einen sehr großen Besuch gehabt. Wir hatten Besuch aus Amerika gehabt, den Sonderbotschafter Drew McIntyre, und er war total begeistert von dem ganzen Healthy Athletes Programm und Special Olympics. Die Begeisterung ist dir ja selber auch anzuspüren, auch hier, jetzt und heute. Aber du bist ja in deinem Herzen eigentlich auch Athlet. Ist es eigentlich für dich jetzt nicht doch ein etwas komisches Gefühl, als Organisator hier mit dabei zu sein und nicht als Sportler? Nein, nicht unbedingt. Also ich mache das schon seit 14 Jahren und irgendwann ist man einfach im Punkt, du kannst mit den Jüngeren nicht mehr mithalten, weil du auch nicht jünger bist, sondern älter, und irgendwann macht es bei einem Radsport deine Knochen nicht mehr mit. Ich meine, du wirst älter und du versuchst aber für die heutige Jugend und für die nächste Generation alles perfekt zu machen, dass die Wesen Spaß haben und richtig anerkannt werden. Und das ist mein Ziel einfach, dass ich trotzdem gute Spiele und wissen, die Jugend zu unterstützen, dass sie ein Teil von Special Olympics werden. Joanna, dann ziehe ich jetzt mal unseren Part einfach vor, weil Rinaldo ja quasi praktisch die Überleitung gegeben hat. Man wird älter und es ist auch mal Zeit, einen Punkt zu machen. Wie kann man denn den Athletinnen helfen und sie unterstützen, wenn sie genau diesen Punkt erreicht haben, um dann nachher auch im Sport noch weiter für ihre Ziele zu wirken, wenn sie nicht mehr aktiver Sportler oder Sportlerin sind? Ja, da bietet natürlich Special Olympics Deutschland eine vielfältige Palette. Also ich würde da gerne erstmal unseren Athletensprecher Marc Solomeyer, ein Zitat von ihm, das ist von Athleten für AthletInnen, und das ist quasi wie unsere DNA. Also es ist die Mitbestimmung steht bei uns im Vordergrund und ganz oben. Und das fängt bei uns im nationalen Strategieplan an. Also wir möchten gerade auch unser Bundesathletensprecher Marc Solomeyer, der auch noch die Funktion als Vizepräsident von Special Olympics innehat. Und wir möchten, dass unsere Athletinnen und Athleten in die Gremienarbeit eingebunden werden. Und das schaffen wir dadurch, dass unsere Athletinnen und Athleten sich ehrenamtlich in ihren Landesverbänden als Athletensprecherinnen und Sprecher engagieren können. Diese Vorsitzenden sitzen im Fachausschuss AthletensprecherInnen und sind dort Teil von Special Olympics und der Gremiumarbeit und können dort mitbestimmen. Teilhabe ist für uns eins der obersten Prinzipien. Und
da geht es auch darum, dass gerade im Alltag, wie ich sehe das, wie unsere AthletensprecherInnen sich einfach entwickeln. Also ob das jetzt die Anreise ist, alleine zum Beispiel zu verschiedenen Schulungen, Termine zu koordinieren und einfach zu sehen, wie glücklich sie sind, sich ehrenamtlich zu engagieren. Dann können wir ja gleich anschließen an das Projekt LIVE. Das geht ja nicht nur um die Athletensprecherinnen, sondern es ist ja viel weit gefasster. Vielleicht kannst du uns das nochmal kurz erläutern. Genau, das Projekt LIVE, was übersetzt lokal inklusiv vereintes Engagement heißt, ist unter der Dachkampagne Zusammen inklusiv eins der 4 Projekte, die auch vom BMAS gefördert werden. Hier bilden wir Menschen mit geistiger Beeinträchtigung dazu aus, in ihren Kommunen als Teilhabeberatende in Expertinnen in eigener Sache zu fungieren. Wir haben eine 2-tägige Schulung konzipiert, die unsere Athletinnen und Athleten befähigt, in Netzwerken zu arbeiten. Wir machen Presseöffentlichkeitsschulungen. Was sind Argumente, was sind Gegenargumente und wie können unsere Menschen mit geistiger Beeinträchtigung in diesen Netzwerken arbeiten und dort aktiv auch den Prozess einleiten, inklusive Sportstrukturen in ihren Verbänden und Sportvereinen zu etablieren? Du hast es gerade angesprochen, auch in den Sportvereinen. Es müssen ja nicht nur die Athletinnen befähigt werden, das zu leisten, sondern auch die Sportvereine. Wie kann denn das erfolgen und wo können wir als Verband denn auch unterstützen? Genau, in erster Sache geht es natürlich erstmal darum, dass der Wille da sein muss. Der Wille, seinen Sportverein zu öffnen. Das heißt, interessierte Menschen zu befähigen, in die Sportvereine reinzugehen. Das hat aber nicht nur was mit ideellen Formen zu tun, das sei jetzt auch von der Ansprache, sagen wir mal, in einfacher Sprache. Das hat auch was mit baumaßlichen Bedingungen zu tun. Wie ist der Zugang zu den Sportstätten? Ist dieser barrierefrei, der nicht nur auf der Sprache, sondern auf den baumaßlichen Aspekten auch liegt? Dann geht es auch darum, das ist auch bei uns in Special Olympics Deutschland, wir bilden auch Übungsleiterassistentinnen aus. Das heißt, dass Menschen, also ÜbungsleiterInnen mit und ohne Behinderung zusammen die Training anleiten. Und das ist uns auch ein großer wichtig, auch unsere TrainerInnen dahin weiter fortzubilden, damit inklusive Strukturen im Sport geschaffen werden können. Und ich meine, und im Endeffekt, der Sport lebt von unserem Engagement. Und eine Gesellschaft und eine Demokratie benötigt ehrenamtliches Engagement. Und deswegen ist es total wichtig, inklusives Engagement zu schaffen. Und das ist uns ein großes Anliegen. Vielen Dank, Joanna. Joanna steht natürlich wie alle anderen nachher auch gerne noch zu Einzelinterviews zur Verfügung. Aber du hast das Stichwort auch wieder hier gegeben, das ehrenamtliche Engagement, das inklusive ehrenamtliche Engagement. Carsten, du ziehst hier gleich ein Zwischenfazit. Das ist ja auch ein großes Thema bei uns in der Organisation. Wie sieht das aus? Was ist bisher passiert? Was wurde geleistet? Was sind Dinge, die du uns nach 5 Tagen oder nach 4 Tagen Wettbewerben jetzt auch erzählen kannst? Gerd, ja, muss man ein bisschen filtern von den vielen Eindrücken und von den vielen Dingen, die man auch von den ersten Tagen berichten kann. Wir sind, ich sag mal, in der Mitte der Spiele, was die Wettbewerbe angeht. Wir sind aber schon deutlich über die Mitte hinaus, was die organisatorischen und die praktischen infrastrukturellen Themen und sowas angeht. Aber, und man muss sich immer klar machen, wir haben ja hier eine internationale Multisport-Großveranstaltung mit immensen Zahlen und immensen Umsätzen und Themen, die wir haben. Und für die Größe läuft alles sehr gut. Und natürlich bleibt Dinge übrig und natürlich bleiben so kleine Haken überall, an denen man noch Dinge verbessern kann. Aber das ist, ich sag mal, die Zusammenfassung und das die erste und die oberste Zusammenfassung, glaube ich, des Fazits. Wenn man das ein bisschen runterbricht, die Wettbewerbe, unser Kern, da gibt es mal hier eine halbe Stunde Verspätung, mal da fängt es ein bisschen später an, mal da fehlt etwas, mal da gab es einen Protest, weil es eine Kleinigkeit am Field of Play, also am Spielfeld gibt, die nochmal geklärt werden müssen. Aber die Rückmeldungen vom Sport sind überaus positiv.
Das passt. Es geht unser Konzept auf, so sehen wir es, wie wir unsere Wettbewerbsstätten gewählt haben. Wir haben hier im Messegelände den großen Schwerpunkt. Wenn man nicht weiß, wo man hingeht als Besucher, dann ist man auf der Messe immer richtig. Auch füllen wir dieses Messegelände, was ja viel mehr Menschen fasst, als wir jetzt hier mit unseren Sportlern und Besuchern auch hier haben. Aber es geht auf, dass hier eine schöne Atmosphäre und Dichte entsteht mit dem Sommergarten, mit Ausstellungsständen. Das geht auf. Es geht auf, den Olympiapark als den Sportstandort in Berlin zu nutzen. Und auch das, was wir aus den Spielorten über die Stadt verteilt, Bowling am Mercedes-Benz-Platz, Grünau für Wassersport, Messe, Tennis hier südlich des Messegeländes haben, 3x3 Basketball, also Street Basketball am Neptunbrunnen vor dem Roten Rathaus. Auch diese Konzepte und das da vielleicht eine etwas intimere Atmosphäre geht gut auf. Wir hören vom Beachvolleyball, dass da die Party abgeht im ganz positiven Sinne. Also unser Konzept, wie wir das auch vorgeplant haben, geht tatsächlich auf. Wir freuen uns hier auch über die Unterstützung der Veranstaltungsorte. Manches ist es einfach ganz praktisch, wenn man Dinge auf einem Messegelände hat, weil da Infrastruktur und Rahmenbedingungen auch vorhanden sind. Darunter erleben wir auch von den Betreibern eine ganz, ganz große Unterstützung. Ich rede einfach weiter, bis du mich bremst, Gerd, ne, und sagst, es ist irgendwie zu langweilig. Das ist als Statement von dir gedacht. Ja, ne, genau. Ja, ja. Wenn man ein bisschen auf Zahlen guckt, wir haben gut 50.000 oder 50.000 Menschen im Olympiastadion zur Eröffnung gehabt und wir merken, dass das über die Tage jetzt hineinträgt, dass das so, wie wir das auch gerne haben wollten, einen guten Startpunkt und eine gute Grundatmosphäre für die Spiele gesetzt hat. Und wir merken das an der Aufmerksamkeit A, wenn man rein auf so Zahlen wie Ticketverkäufe guckt. Wir haben ja hier auf der Messe im Olympiapark, im SSE für Schwimmveranstaltungen auch Eintritt. Und die Leute kaufen auch Tickets. Und die kaufen die in Zahlen, die größer sind, als wir das erwartet haben. Das bringt uns organisatorisch noch nicht in irgendwelche Probleme, sondern es ist tatsächlich so, dass wir uns freuen, dass dann die Tribünen auch wirklich gefüllt sind. Und das ist wirklich ein ganz, ganz toller Output davon. Man merkt es an der Stelle, dass unsere Protokollkollegen nach und nach immer mehr Anfragen bekommen, kann ich denn noch bei der Schlussveranstaltung da am Brandenburger Tor dabei sein, wo eigentlich schon der Sack zu ist und wir jetzt noch gucken, nachher habe ich einen Termin, wo wir gucken, wo wir nochmal so ein 100, 200 Personen auch reinschieben. So ein Brandenburger Tor ist einfach ein bisschen kleiner oder so als das so ein Olympiastadion ist. Also da, das sind alles so Indizien, die zeigen, die Dinge gehen auf. Am Ende werden wir so 70.000 bis 80.000 Tickets verkauft haben. Das ist eine Zahl, die ist ganz beeindruckend und kann man sich einmal nochmal klar machen. Wenn man ansonsten noch so ein paar Zahlen hat, beziehungsweise vor Zahlen machen wir mal noch so ein, zwei, drei Themen. Natürlich haben wir auch Herausforderungen und da, damit Sie so ein Gefühl kriegen, wir haben ein, zwei Sachen gehabt, wo wir die Trinkwassersäulen, die wir als ein Serviceangebot auch sehen, nicht rechtzeitig auch an den Start gekriegt haben. Da hat das THW kurzfristig geholfen, eine Abstimmung und Amtshilfe am Abend mit dem Land Berlin zusammen und am nächsten Morgen waren zwei blaue LKW unterwegs und haben uns da geholfen. Das sind ganz schöne Beispiele. Wir haben immer noch Themen, wo wir das Thema Barrierefreiheit auch optimieren. Neben den ganzen Angeboten, die wir standardmäßig auch haben, neben Speech-to-Text, immer wenn man Text auf LED-Wegen sieht oder Gebärdensprachdolmetschung bei Veranstaltungen am Brandenburger Tor, aber auch bei Sportveranstaltungen, Übersetzungen in leichte Sprache, wie auch jetzt, wer hier auf leichte Sprache angewiesen wäre, hat das hier als Angebot. Das zieht sich über die Spiele ganz an vielen Stellen hinweg. Blindenradio als ein Beispiel. Rückzugsmöglichkeiten, um von Eindrücken auch an der Stelle mal runterzukommen. Rampen an vielen Stellen temporär. Da merkt man schon auch, das ist eine Aufgabe, da ist immer auch noch zu tun. Aber auch nachhaltig haben wir mit dem Land Berlin zusammen und einer engen Kooperation, engen Abstimmung auch viel schon erreicht. Wenn man jetzt mal auf ein paar Zahlen guckt, ich rette mal so ein paar runter und nachher fragen Sie mich einfach, Herr Kranz, sagen Sie denn dazu nochmal oder Carsten sagt dazu nochmal irgendwie ein paar Sachen. Wir haben eine App, 30.000 Downloads, uns wird mehr. Olympiastadion,
war natürlich eine große Materialschlacht, 40 Sattelzüge an Material rein, raus. Der Rasen ist in einem relativ guten Zustand. Zum Glück kommen noch Konzerte hinterher. Also haben wir auch alles wieder gut zurückgegeben. Wir haben 71 Kolleginnen und Kollegen, die Übersetzungen in leichte Sprache und andere Sprachen auch vornehmen, was eine tolle Leistung ist und eine tolle Unterstützung ist. Wenn man auf den Sport guckt, wir haben 135 Field of Play, also 135 Spielfelder, an denen Wettbewerbe stattfinden, die alle digital in Datenbanken und Echtzeit angebunden sind. Das ist schon auch was nicht ganz Triviales, dass wenn man bei unserem Medienpartner oben rechts in der Ecke sieht, 800 Meter Lauf, die Uhrzeit mitläuft, da steckt ganz, ganz massiv was hinter und wir haben mehr Field of Play als bei Olympischen Spielen, muss man sich an der Stelle klar machen. Da spielt man an zwei Tischen Tischtennis, wir haben 20, glaube ich, und die sind alle digital auch angebunden. Volunteers, die Zahlen passen. Also wir kommen gut hin. Die Aufgaben können übernommen werden an der einen oder anderen Stelle, vielleicht mal sogar der eine oder andere zu viel. Dann finden wir aber auch Lösungen, dass auch keinem langweilig wird. Der Älteste zum Beispiel, älteste Volunteer, 93 Jahre, der uns unterstützt. 220 Menschen oder 220 Kollegen sind für die Nachhaltigkeitserfassung unterwegs. Also wir haben Wissenschaftler, die mit Fragebögen unterwegs sind, die auch versuchen, Dinge quantitativ und auch qualitativ für weitere Schritte im Nachhinein auch mitzumachen. Schritte habe ich mir auch markiert. Wenn man von der Messe zum Olympiastadion läuft, sind das 5230 Schritte, aber das nur beim Thema Schritte. Und so ein paar praktische Dinge. Hier auf der Messe jeden Tag 6,5 Tonnen Essen. Und wer unten in der Halle 4.2 ist, kann sich das auch vorstellen. Das sind große Mengen und es passt ziemlich gut. Also irgendwann machen wir Kartoffelwedges aus, aber ansonsten gute Zahlen. Rinaldo, dein Bereich. Ich glaube, heute werden die 10.000 Screenings geknackt oder sind schon geknackt? Sind schon geknackt. Wir sind schon geknackt. Also wir haben sind wirklich 10.000 Screenings zu vermerken. Ja. Und das ist eine beeindruckende Zahl und Zahl sind wir, glaube ich, vor unseren Planungen, glaube ich. Ne? Also wir hatten ja, denke ich, wir sind über den Rekord. Also okay. Und das ist Wahnsinn. Ich meine, das hätte ja jetzt so groß besucht, das ist Wahnsinn. Ja. Super gut. Ein letzter Punkt, hat Gerd gesagt, Gerd erzählt auch noch eine Panne. Dann mache ich die Panne noch und dann den Rest dann im Einzelgespräch. Olympiastadion, Aufbau, also jetzt vor zwei Wochen, als es da irgendwie losging, gibt es einen Anruf bei dem Techniker vor Ort, der sagt so, hallo, wir stehen jetzt hier, die Sattelzüge mit den Bodenplatten, damit man den Boden nicht kaputt macht und also wo seid ihr denn? Ja, wir sind hier Eingang Süd und da, so wie du das beschreibst, das ist nicht, geh mal zum Eingang Ost. Nee, hier gibt es keinen Eingang Ost. Nee, aber also hier gibt es schon einen Eingang Ost. Ich stehe ja hier, da steht Eingang Ost. Siehst du denn da die Olympischen Ringe? Nee, hier sind keine Olympischen Ringe. Am Ende stand Personal und zwei Trailer Material im Olympiastadion in München, statt im Olympiastadion in Berlin. Am Ende sind dann overnight das Material dann noch pünktlich angekommen. Dann auch am richtigen Eingang Süd im Olympiastadion. Am Ende lagen da auch die Platten. Aber das ist so ein Beispiel ganz, ganz vom Anfang, wo man auch denkt, ach okay, es gibt halt zwei Olympiastadions in Deutschland und nicht nur in Berlin. So viel. Vielen Dank, Carsten. Ich würde gerne noch eins erwähnen, weil du sie eben auch erwähnt hattest, unsere Dolmetscherin und die Übersetzung in Gebärdensprache, unsere Kollegin Daniela Eichmeier ist auch hier, sitzt hinten in der Kabine und wir haben die Tage länger diskutiert, weil wir gemerkt haben, dass durch die gestiegenen Anforderungen an unsere Kolleginnen die Pressekonferenz hier in eine kleine Bredouille kommen könnten, weil wir keine Gebärdendolmetscherin mehr gefunden haben für hier. Wir mussten ständig überlegen, wie können wir verschieben, wie können wir auch die Schichten verändern. Und mussten dann letzten Endes entscheiden, dass wir bei dieser Pressekonferenz darauf verzichten, zu unserem Leidwesen. Aber auch das passiert jetzt durch das, was wir hier gerade erleben, dass wir extrem hohe Anforderungen auch an die Kolleginnen haben. Albert, du sitzt hier in einem Hemd, das so entfernt an ein Weltmeistertrikot erinnert, mit den Farben am Ärmel. Als Weltmeister fühlen wir uns sicherlich nicht, aber wir können auch in den Bereich der Öffentlichkeitsarbeit, der Wahrnehmung auch ein Fazit ziehen, was bisher passiert ist hier bei den Spielen.
Also nicht nur ich sitze hier mit so einem Weltmeistertrikot und die Mechtab hat eben ein ähnliches Trikot an und ich finde das Grüne auch ein bisschen bunter. Also ich laufe hier immer ständig mit einem weißen Trikot rum. Aber nochmal zu deiner Frage, Carsten hat es gerade gesagt, auch im Medien, im Marketing, in der Öffentlichkeitsarbeit ist auch unser Konzept voll aufgegangen, muss man sagen. Also unerwartet, überwältigende Resonanz auf unterschiedlichen Ebenen. Von den Athleten und Athleten ausgehend, muss man auch sagen, wenn man hier so die Eindrücke mitnimmt, aber auch in der Stadt, man kann sich nicht davor entziehen, die farbfrohen Punkte überall zu sehen, die ganzen Volontäre, die unterwegs sind in dem Purple, also auch das visuelle Konzept, was wir uns vorgestellt haben, ist sehr prägnant und dann bricht sich das runter, also von unseren Medienpartnern angefangen bis hin zu unterschiedlichen Wirtschaftspartnern, die aktiv hier auch in der Stadt ihre Programme für ihre Volontäre, aber eben auch für sich machen. Und diese Wahrnehmung, wie gesagt, ist für uns sehr überwältigend, aber in erster Linie natürlich auch für die Athleten und Athleten, die an dieser konzeptionellen Entwicklung mitgearbeitet haben. Rinaldo ist einer. Wir haben ja mehrere, die wirklich auch uns begleitet haben, von der Maskottchenentwicklung, von der Logoentwicklung bis hin zur Farbweltgenerierung. Und da sind wir sehr froh, dass das so aufgenommen wird, wie wir uns das, wie gesagt, vorgestellt haben. Zum einen, aber eben auch weit übertroffen wurde. Das gilt aber nicht nur für die Farbwelt und für das äußere Erscheinungsbild, das gilt natürlich auch für unsere Medien, mit denen, die ja auch in deiner Verantwortung liegen, in deiner Abteilung. Wir haben lange geplant, wir haben lange daran gearbeitet. Wir sehen jetzt ja auch, was passiert draußen, wie wird dieses Ereignis nun tatsächlich in die Öffentlichkeit gebracht, auch durch die Partner unserer Medienallianz, die ja hier auch im IBC arbeiten und wirken. Ja, auch das ist eine überwältigende Resonanz der letzten Wochen, Monate intensiver Arbeit, intensiver gemeinsamer Arbeit. Also wir sprechen ja von unterschiedlichen Stakeholdern, unter anderem, wenn wir das Thema Medienrelevanz, Medienresonanz sehen und wir merken einfach, dass hier ja, über das Thema des Wettbewerbes ganz viel zusammengewachsen ist unter den unterschiedlichen Medien Protagonisten. Wir haben hier, ich sag mal, Sky hilft uns schon seit fast über einem Jahr sehr intensiv in der Zusammenarbeit, auch in der Vorbereitung mit NEP, zum Beispiel in der Produktion. Und darüber hinaus eben auch die unterschiedlichen Broadcaster oder Medienunternehmen, die neben TV, aber eben auch im Print, online sehr stark uns mit unterstützen. Und diese Resonanz oder auch dieses Mitnehmen, das hat sich wirklich sehr wohlwollend für uns, aber in erster Linie auch für die Athleten und Athleten wieder dargestellt, weil das, was die Athleten von Anfang an immer gerne haben wollen, ist das Thema der Aufmerksamkeit, der Teilhabe, der Selbstbestimmung. Das haben jetzt meine Vorredner jetzt auch schon das eine oder andere Mal mitgegeben. Aber wir fragen immer wieder die Athleten, was hättet ihr denn gerne, wenn wir jetzt mal so 2-3 Jahre zurückkommen? Ja, wir wollen einfach sichtbar sein. Wir wollen einfach da sein. Und ich glaube, mit dieser Medienallianz unter anderem, aber eben auch mit ganz vielen Partnern, die uns ja, auf der Reise mit unterstützt haben, aber eben auch selbst gemerkt haben, wie wertvoll es ist, hier dabei zu sein. Also bei jedem Kommerz, bei jedem Wettbewerb sieht man auch eben jetzt den, wir sagen immer so ein bisschen, das Mauern einreißen in den Köpfen und in den Herzen, dass es wirklich ein Herzensprojekt ist aller Medienpartner, die uns unterstützt haben die letzten Monate. Und wenn man jetzt aber auch rausgeht, Sky hat vorne eine Box, wo ganz viel gemacht wird, die unterschiedlichen anderen vom ARD, ZDF, die haben eine sehr intensive Medienberichterstattung. Wir machen aber auch sehr viel dafür, um genau eben auch diese Wahrnehmung oder auch dieses Paket an Content, an Inhalten zur Verfügung zu stellen. Und ich glaube, in der Zusammenarbeit ist das auch wirklich einmalig, also so wie ich es erlebt habe und wie viel ich auch zurückgespielt habe und nicht nur von unserer Wahrnehmung aus her oder von den Athletenwahrnehmungen her. Ich glaube auch, viele mit den Gesprächen, die ich und wir geführt haben, da zeigt sich halt sehr viel Rückmeldung, sehr viel positive Rückmeldung und man möchte es auch gerne weitergehen. Also von daher, ja. Du kannst das sicher auch mit ein paar Zahlen unterfüttern, weil auch Carsten hat ein paar Zahlen genannt. Ja, also natürlich haben wir Zahlen und natürlich haben wir auch eine Evaluierung. Carsten hat es ja auch schon gerade erwähnt. Also wir hatten eine unglaubliche große Medienakkreditierung weit, jetzt über 1800 Medienakkreditierte. Das ist schon für nicht nur für SO-Verhältnisse oder für Special Olympics-Verhältnisse schon sehr weit und sehr viel.
Aber es ist ja auch nicht nur Quantität, sondern es ist auch viel Qualität dabei und das ist schon sehr wertvoll. Also anhand der Medienakkreditierung kann man schon sehen, wie viel Resonanz das Ganze medial bekommen hat. Aber auch wenn man so sieht, was online passiert, wir sagen, Medienakkreditierung und TV-Berichte, Radioberichte haben wir da, aber wir haben auch das ganze Online-Thema, auch unser Digitalteam macht extrem viel. Wir haben enorm viele Reichweiten dadurch auch erreicht, national, international. Die Kollegen von ESPN tun natürlich auch ihren Beitrag dazu leisten. Aber ich glaube, in der Zusammenarbeit, wie wir das führen, gemeinsam mit allen Medienvertretern, haben wir schon sehr, sehr viel erreicht und auch sehr viel Erreichbarkeit. Also eine Zahl, die uns ja besonders beeindruckt hat, kann man sagen, dass wir international gesehen über 1 Milliarde User erreicht haben bislang. Also das ist, glaube ich, schon etwas, wo man sagen kann, das ist eine extrem große Zahl aus unseren Berichten oder über unsere Berichterstattung. Und vor allen Dingen, was auch etwas war, was es vielleicht mal ein bisschen verdeutlicht, bei der Eröffnungsfeier, die es ja gab, war es eine Zusammenfassung abends zu sehen um 23.40 Uhr und die hatte eine zuschauende Zahl in der ARD von 670.000. Das war schon für Special Olympics, für uns alle, eine Zahl, die uns alle motiviert hat, die nächste Zeit dann auch weiter anzugehen. Vielen Dank an euch alle. Wir sind ja ein sehr privater Kreis. Wir können gerne jetzt auch noch Fragen per Mikrofon stellen. Dafür sitzt Corinna oder steht an der Seite, von mir aus gesehen rechts. Und wenn wir ja immer davon reden, Special Olympics ist auch ein Thema, um Talente zu finden, um Talente zu fördern, kann ich auch sagen, das ist auch im Volunteer-Bereich so der Fall. Und Corinna hat sich in den letzten Tagen tatsächlich entpuppt als ein Talent am Mikrofon und hat auch immer wieder, sie ist die junge Dame, die Sie hören, wenn Sie zu Pressekonferenzen zweisprachig gerufen werden. Also wirklich etwas, was uns alle hier im Special Olympics Team gefreut hat, bei den Volunteers diese Talente zu finden und vielleicht können wir sie ja auch fördern. Deswegen bitte gerne Ihre Fragen. Ansonsten, wenn das nicht der Fall sein sollte, jetzt, wie eben schon angekündigt, stehen alle gerne für Einzelinterviews zur Verfügung. Herr Kranz, Sie haben sehr viel Positives erzählt über die Organisation, auch ein paar Haken genannt, was nicht so gut geklappt hat. Was würden Sie denn im Nachhinein anders machen bei der Organisation vielleicht? Gibt es da ein, zwei Sachen, die Ihnen aufgefallen sind, die Sie im Nachhinein vielleicht anders lösen würden? Sie haben gesagt, 70.000 bis 80.000 Tickets werden Sie verkauft haben. Sind da auch die Tickets aus der Eröffnungsfeier mit drin in der Rechnung oder werden die separat gezählt? Dankeschön. Erstmal zu der zweiten Frage. Das sind nur die Tickets für die Wettbewerbe. Die Tickets für die Eröffnungsfeier kommen an der Stelle noch separat. Das einmal so. Was würde man anders machen? Was würde man verbessern? Also eine Kleinigkeit, wir würden uns einen ehrenamtlichen Messenger-Kurier suchen. Also wir haben so eine Logistikabteilung, die fährt mit Autos und LKW durch die Gegend und ist auch mit DHL in der Partnerschaft mit uns, unterstützt uns da auch sehr gut. Und oftmals hat man nur so das, ich papier irgendwie dieses Paket, dieses kleine, das muss jetzt von hier ans Brandenburger Tor. Und dann denkt man, da muss ja kein Auto für fahren und jetzt dem Kollegen das mitgeben, ist aber kompliziert. Und eigentlich braucht man dann sowas da irgendwie dazwischen, wo es gute Beispiele gibt. Das wäre so mein persönliches kleines Takeaway, was ich sagen würde, dass, was man anders oder was wir optimieren könnten. Es gibt noch nicht so viel, was ich auf meinen Feedback-Zettel tatsächlich draufgeschrieben habe, für weitere Spiele mitgeben. Vielleicht andersrum, wir vielleicht einfach kommunikativ noch ein bisschen besser hätten machen müssen, ist, die Sportlerinnen und Sportler haben ja die Athletinnen und Athleten als Angebot, mit dem ÖPNV zu fahren oder den Bus-Shuttle zu nutzen, den wir anbieten. Wir erleben, dass es immer weniger sind, die den Bus-Shuttle nutzen, sondern die den ÖPNV nutzen, weil sie merken, ich komme halt vom Alexanderplatz viel schneller mit der S-Bahn zur Messe, statt andersrum. Und da hätten wir vielleicht noch mal früher auch noch mal ein bisschen besser auch kommunizieren können, um vielleicht sogar da an der Stelle den einen oder anderen Bus gar nicht fahren zu lassen oder auch die Umweltwirkung an der Stelle nicht zu haben. Das ist so eine Kleinigkeit. Und natürlich ist das Essen immer ein Thema und da haben wir jetzt im Laufe der Woche, glaube ich, auch gut optimiert, auch gut nochmal auf Bedarf reagiert. Das hätten wir auch schon 2-3 Tage vorher machen können oder weiter im Vorfeld. Das sind aber, ich würde sagen, keine grundsätzlichen Dinge, wo ich sage, da haben wir irgendwas ganz falsch gemacht. Ich glaube, dass es wirklich im Großen und Ganzen die Grundkonzepte sehr, sehr gut aufgehen. Berlin lädt ein zu den Special Olympics World Games. Die weltweit größte Sportveranstaltung für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung.
Alle Infos unter berlin2023.org.